Bitte was? Was habe ich gemacht? Ich warte auf das Video. Sarah und Lukas. Lukas, nimm mal deine Hände und nimm die mal hier so rein. So, verschränk die mal zueinander. Und genau jetzt werden die wieder fest. Komplett fest. Probier sie auseinanderzunehmen. Ihr habt jetzt den Abend Zeit, euch kennenzulernen. Und weil die Sonne brennt, da musst du dich eincremen. Weil die Sonne brennt, musst du dich eincremen. Greife jetzt zu deiner Sonnenmilch. Greife zu deiner Sonnenmilch und creme dich ein. Vergiss keine Stelle deines Körpers. Du cremst dich ein. Die Hände cremst du ein. Die Arme cremst du ein. Du vergisst keine Stelle deines Körpers. Sehr gut. Und jetzt spürst du, da kommt ein Schwarm Moskitos. Und die wollen dich stechen. Schlag sie weg. Weg mit den Moskitos. Du hast ja nur Badebekleidung an. Und vielleicht kuschel dich mal deinen Nachbarn, der schenkt dir Wärme. Boah, dein Nachbar wärmt dich. Sehr gut. Und gleich bei der Zahl 3 kannst du deine Augen öffnen, hast keine Ahnung, was gerade passiert. 1, 2, 3, Augen auf, alle. Hallo? Spiel dein Instrument jetzt! Und du spielst mit meiner Freude dein Instrument. Ist für die Dame, die ich jetzt berühre. Wenn immer du diese Musik hörst, bis zum Ende dieser Show, bist du der Ansicht, du bist Beyoncé. Du bist Beyoncé. Die nächste Suggestion ist für den Herrn, den ich jetzt berühre. Denn du bist Michael Flatley, Lord of the Dance, der größte Stepptänzer aller Zeiten. Samuel, du kannst dich jetzt gleich wieder an deinen Namen erinnern. Dein Name ist Humpty Dumpty. Wenn immer jemand den Namen Humpty Dumpty sagt, fühlst du dich richtig gut. Das ist der Name. Wenn aber jemand den Namen Humpty Dumpty falsch ausspricht, findest du das gar nicht lustig. Aber Humpty Dumpty ist ein richtig schöner Name. So bist du geboren worden, dafür stehst du, da bist du stolz drauf. Mach dich bereit, 1, 2, 3, auf. Hallo. Hey, wir waren gerade in so einer kleinen Vorschlussrunde, du bist kurz weggeschlafen. Sagst du uns mal kurz deinen Namen? Humpty Dumpty. Anouk, und du ist sie? Oder? Und hier haben wir die? Omi. Omi, ich habe eine Frage. Hörst du gerne Musik? Was hörst du denn? Komm, mal, etwas Verschiedenes. Guck mal, ich habe Themen für dich mitgebracht. Vielleicht kennst du das. Hör mal genau hin. Vielleicht kennst du diese Themen hier. Hör mal.
Du bist sogar so gut, dass du ein chinesischer Rapper bist. Wenn also gleich die Musik ertönt, darfst du mein Mikrofon nehmen und du gibst mir den besten chinesischen Rap ab, den du dir vorstellen kannst. Mach ich bereit? Also, ich hab auch. Guck mal. Macht alle mit, braucht keine Angst haben, es hat sehr Spaß gemacht. Also, ja. Cool auf jeden Fall, also es sah sehr lustig aus und die Leute wissen einfach nichts danach gefühlt. Ja. Bitte was? Was habe ich gemacht?